Ja, weiter geht es mit Let's Play Grim Dawn. Wir sind hier in Old Ecovia, haben hier jede Menge Untote aus dem Boden gezupft, so wie wir das jetzt auch gemacht haben. Wir haben beim letzten Mal, wir hatten Level Up und wir haben unsere Buch noch gar nicht verteilt. Das werden wir gleich im Anschluss tun. Ich bin auch sehr vergesslich. Ach, geh doch weg mit deinem Kultisten-Ding da. Da sollten wir nicht drin stehen bleiben, definitiv nicht. So, können wir noch was hier hinstellen? Jawohl. Wir haben, wie ihr seht, einen Hammer um uns kreisen. Manchmal auch mehrere. Je nachdem, wie oft das Ding auslöst. Wir haben eine 25-prozentige Chance, war das. Genau, wir haben mit dem Devotion-Punkt das Puzzle zusammengefügt, den Amboss. Und damit haben wir jetzt diese Hammerkreis-Fähigkeit. Ja. So viel dazu. Wir müssen die Punkte noch verteilen. Wie gewohnt geht der Punkt in Konstitution. Und da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber wenn ich hier sehe, dass wir hier so unstimmig sind, glaube ich, haben wir beim letzten Mal versucht, hier die Passiven aufzudecken. Genau, 8% auf alle Schadenstypen und Angriffsgeschwindigkeit. Ich glaube, das war das Ziel. Hier ist ganz schön dunkel, ne? Ach du Scheiße. Guck das mal da an. Aber da will ich eigentlich noch gar nicht hin. So, ich hoffe einfach, dass hier ein Bossgegner rauskommt. Na klar! Warum auch nicht? So. Na wer, der droppt nichts. Ah, nein, raus, raus, raus. Ist das der Magier? Ne, ich hoffe nicht. Wo ist denn hier der Skelettmagier? Wir müssen hier tierisch aufpassen. So. Auch, dass wir genug Lebensenergie leechen. Wo ist denn jetzt der Kackmagier? Ja, das ist ein Ritter, das sehe ich auch. Ja, jetzt sind nur noch der Held und ich da. Also, ich und ich, könnte man sagen. Aber ich meinte eigentlich hier das Helmmonster. So, der Hammer. Ich weiß nicht, wie viel der austeilt. Ich hoffe, genug. Ich habe jetzt nicht so auf die Werte geachtet. Aber ich glaube, verkehrt und ein bisschen Zusatzschaden. Also, ein bisschen Zusatzschaden kann nicht verkehrt sein. Das ist auch geil. Will ich damit sagen. So, Berührung. Ach, scheiße. So, zack, zack, zack. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Das ist ja so ein Kacki. Wieso geht denn das nicht? Natürlich, weil ich es da reinstecken muss. So. Das ist auch nicht so geil. Ja, wie gesagt, da muss ich mich nochmal in Ruhe drum kümmern. Ich vergleiche das am besten mal offscreen. Dann habe ich meistens genug Ruhe, um in Ruhe zu vergleichen, ne? Macht Sinn. So, warte mal, da müssen wir runter. Haben wir denn hier oben alles erledigt? Da war der Devotion-Schrein, hier sind wir komplett rumgegangen. Hier war das Riftgate, wir sind dann quasi hier durch den Torbogen in dieses Gebiet hier eingedrungen. Da unten waren wir noch nicht, das werden wir nochmal aufdecken. Nur um sicher zu gehen, dass wir hier nichts übersehen haben. Doch haben wir natürlich. Guckt euch das mal an. Hier ist doch der Eingang. Wir wären eigentlich, oder ich in dem Fall, wäre ja eigentlich komplett dran vorbeigelaufen. Warte, wie komme ich denn da jetzt hin? Ich will da hin. Es kann doch nicht wahr sein. Ach so, hier. Ist abgesperrt. Mensch, da muss ich jetzt hier ganz rum. Das ist nicht cool. Na gut, dann mache ich das mal. Wir haben ja, wie gesagt, alles aus dem Boden geholt. Wir haben die Folge gestartet, aber hier unten war ich noch nicht. Ja, da werden wir schon wieder fröhlich beschossen. Warum auch nicht, ne? Kann man mal machen. So, zack, da fliegen die Fetzen. Oder die Knochen sind es ja in dem Falle. Aber was ist das? Da ist doch ein Magier. Das ist doof. Weil die mal diese Kacke hier Post wollte ich schon sagen, diese Mistfähigkeit da auf dem Boden wirken, hier dieses Pentagramm. Er ist nicht so cool. Oh, zwei Hämmer kreisen um uns, jawohl, und fegen da erstmal einen weg. Das ist sehr geil. Ah, da kommen schon die nächsten angeschissen. So, der andere, der kommt von außen. Warte mal, dann gehe ich zuerst hin, sonst übersehe ich die kleine arme... das kleine arme Skelettchen. So, hier. Zack, zack. Jawohl, nur noch zwei getroffen. Und da löst auch gleich
Wow, der Hammer aber sowas von aus. Das ist cool. Das habe ich jetzt hier alles erledigt. Genau, hier kam ich ja nicht durch. Habe ich irgendwas übersehen? War ich hier hinten? Kommt hier nichts mehr aus dem Boden gesprungen? Das sieht nicht so aus. Na gut, dann werden wir mal ja, absteigen. Ja, ich weiß, mein YouTube-Kanal ist für mich schon Abstieg genug. So. Okay, hier werden wir. Das sieht doch sehr stimmig hier aus, wollte ich gerade sagen. Und da werden wir auch schon beschossen. So, zack. Und zack und zack. Okay, die sind alle weg, das ist cool. So, hier müssen wir wieder auf Geheimnisse achten. Ja, mir ist... Huch, was ist denn jetzt kaputt? Ach so. Ja, hier können natürlich wieder rissige Wände irgendwo sein. Da bin ich schon wieder auf die Kommentare gespannt, dass ich doch das ein oder andere übersehen habe, was definitiv irgendwann so sein wird. Machen wir uns nichts vor. Ach du Scheiße, ich glaube, diese Räume hasse ich. Man geht jetzt hier so nichts ahnt über den Knochenhaufen. Und dann kommt der Mist einfach mal hier raus. Ah, da kommen auch schon die ersten Geister. Ah. Eine Erscheinung. Hier haben wir noch einen Skelettpriester. Ich sag, wir müssen hier einfach mal ein bisschen die Augen offen halten nach Secrets. Ah, jetzt geht's hier aber ab. So. Das ist cool, wenn die alle so dicht stehen und der Hammer kreist. Habe ich vergessen, das Totem zu stellen. Das ist sowas aber auch. Ich denke schon, dass der Hammer uns sehr unterstützt hier. Sehr cool. Der dürfte halt nur ein bisschen öfter auslösen. Das wäre vielleicht noch besser. Ah, da schießt noch jemand auf uns. Und jetzt wieder die nächsten. Das ist doch Mist. Vor allem, ja. Hier haben wir wieder ein bisschen Lore. Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu lesen. Muss ich leider gestehen. Warte mal, ich caste mal alles hier hin. So, warte mal, jetzt werde ich getroffen, ne? Und jetzt kommen die Hämmer aus uns raus. Und eigentlich bekämpfen die sich jetzt selber. Guck mal, ich mache gar nichts. Ja, okay, es sollte ein bisschen getroffen werden, aber... Ja, komm, ich hau jetzt mit drauf. So, zack, das war der totale Overkill jetzt. So, verschollene Textstelle. Gucken wir uns gleich an. Ah ne, das ist eine Sidequest hier. Sammle verschollene Textstellen. So. Warte mal, hier haben wir noch einen Knochenhaufen. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, hier haben wir ja aufgeräumt. So, aber ich will noch nicht da ganz rein. Ich will... Ah, hier oben geht's nicht. Doch, hier geht's weiter. Das schaue ich mir da doch mal an. Ah, hier ist die ganze Zeit so ein Geräusch. Nicht. Ah, hier, guck. Zack. Ja, natürlich flippen die hier wieder aus, weil ich hier ihre Mauern zerstöre. So. Und jetzt warte ich mal, bis die Hammer, der Hammer hier alles kaputt macht. Zack, zack. Da ist schon der zweite. Ja, kommt her. Und immer nur wieder die, hier die Schadensdinger da aufstellen. Das ist cool, das gefällt mir. So, was haben wir hier drin? Ach du Scheiße. Nee, Scheiße haben wir hier nicht drin, sondern einfach nur ein paar übereifrige... Oh, Skelette, wo ist der Magier? Nee, du gehst auch weg. Du heilst nämlich deine Kameraden die ganze Zeit, das gefällt mir überhaupt nicht. So... Ich hoffe, ich kriege die jetzt einigermaßen down. So, der ist schon mal weg. Aber ich kann es auch kaum abwarten, bis diese Fähigkeit sich hochlevelt. Und noch mehr Schaden austeilt. So, warte mal. Ja, da können wir wieder durch. Ja, sonst ist ja nichts. Doch, natürlich, hier ist eine Truhe. So, haben wir hier vielleicht auch noch eine? Nee. Und hier auch nicht. Jetzt kommen wir nur noch hier raus. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, ne? Ja. Ja, es zeichnet sich schon wieder auf der Minimap ab. Nee, aber hier ist ja nichts.
Hier ist absolut nichts. Hier war mehr auch schon. Also, ich komme gar nicht weiter, sondern. Warte mal, das stimmt doch gar nicht. Ich bin ja hier durchgegangen. Aber wenn ich jetzt hier runtergehe und dann nach oben. Also hierhin meine ich. Das meine ich mit oben. Dann komme ich doch wieder hier hin, wo ich noch nicht war. So, zack. Dann lassen wir das wieder ordentlich rumsen. Na. So, das stellen wir auch mal wieder auf. Damit unser Leben sich wieder so langsam füllt. So, die kriegen wir auch noch kaputt. Der strahlt so eine... Ja, er ist ja auf Frostwiedergänger. Er strahlt so eine Kälte aus, wollte ich gerade sagen. Aber wäre auch dumm, wenn er das nicht tun würde bei seiner Benamsung. So, warte mal, hier waren wir noch nicht. Ah, hier kann man auch nirgendwo... natürlich. Ah, hier kann man nirgendwo durch, ne? Nee, sieht nicht so aus. Ah, jetzt stell das doch hin, Mensch. Irgendwie macht er das nicht immer. Zu meiner Enttäuschung. Sonst ist das Gameplay verdammt flüssig. So. Sehr schön. Ah, da können wir auch direkt runter. Warte mal, vorhin waren wir hier. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wir müssen nur aufpassen, dass wir, wie gesagt, hier... Oh, da ist schon ein... Ach, total da durchgeschossen, ey. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier nicht zu viel übersehen. So, zack, der ist relativ zügig down. Sehr cool. Und dann gehen wir hier mal rein. Ach, das ist nur ein Buch. Ich dachte, das wäre hier so ein... so ein Bossmonster. Die lauern nämlich auch hier drin. Wir sollen ja 3 Stück töten. Hier, an der Quest Alte Narben zur Rechten seht. Ich glaube, das war auch gar nicht so leicht. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher. Ach, der lebt noch. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. So, Kunst des irgendwas Teil 1. So, könnt ihr euch natürlich jetzt gerne durchlesen. Warte mal, das ist das hier, ne? Zack. Aber ist auch sehr kompakt, kann ich nicht drin scrollen. Also einfach Pause schalten, in Ruhe durchlesen und wir werden schon wieder angegriffen. Na, ist doch klasse. Zack. Wo kommt das Vieh denn her? So, dann baller ich einfach mal hier rein. In der Hoffnung, dass die anderen trotzdem hier irgendwie noch angeschissen kommen. Aber es sind alles Fernkämpfer, ne? Das ist doof. Das erschwert die Sache so ein bisschen. Vor allem, weil mein Hammer auch nicht so rankommt. Ja, warum Skelette auch immer Blutlachen hinterlassen? Das habe ich schon in Diablo 2 nicht verstanden. Ah, hier ist nichts. Gut, wir haben mal das Buch haben wir mitgenommen. Haben wir sonst noch was? Jetzt können wir mal wieder auf der Seite gucken. Genau, da haben wir das erste Buch her. Ah, natürlich. Irgendwelche... Ups, in die falsche Richtung geschossen. Was ist das hier? Okay, das können wir nicht benutzen. Mensch, immer diese ruhelosen Adligen. Gut. Ja, natürlich. Ah, da ist wieder ein Sternchen auf der Map. Seht ihr? Unten. Das heißt, da ist irgendwo wieder ein Quest-Item zu holen oder ein Quest-Gegner oder ich nenne es einfach mal Quest-Ziel. Ich glaube, das ist relativ neutral. So. Na, jetzt geht es hier aber ab. Meine Fresse. Ja, hier sind die ganzen Priester wieder unterwegs. Das darf doch nicht wahr sein. So, erstmal wieder ein bisschen leechen von den Knochenaffen. So, sehr geil. Zack. Ach, da ist ein Boss. Okay. Ja, das ist einer von den Typis, die wir töten sollen. Das ist Haros Dredd, der Verdammte. Woher ich das weiß, das steht einfach oben. Mit 2 Priestern im Gepäck. Warte mal, dann werde ich die erstmal eliminieren. Dich auch. Sehr schön. Funktioniert ja.
Ja, der ist jetzt ein bisschen träge, da müssen wir einfach mal ein bisschen draufhämmern. Ja, die Welle von ihm macht schon ein ganz klein wenig Schaden, aber unser Totem heilt das Ganze natürlich wieder auf. Und wir erfreuen uns bester Gesundheit, wie ihr seht. Zack, da sind wir schon wieder voll. Ja, wie gesagt, das ist einfach... Es kommt auf die Gegnermassen an, aber in der Regel ist das schon sehr chillig zu spielen. Wir spielen jetzt auch auf Veteranen. Ich will nicht wissen, wie einfach das dann im normalen Nicht-Veteranen-Modus ist. Da wird das ja wohl sehr leicht sein. Wie man ja auch an den ersten Folgen gemerkt hat. Also so wirklich sterben kann man am Anfang nicht. So, oh, wir sind jetzt respektiert bei den Rover. Sehr cool. My inventory is full. Ach, heul doch nicht rum, ey. Warte mal, hier ist noch irgendwas. Ah, hier ist noch ein Buch, guck mal. Gut. Dann werde ich auch noch mal eben das alles plündern und dann werde ich noch mal schnell ein Riftgate öffnen. Aber ich freue mich schon richtig, wenn wir Homestead erreichen. So, Level, ach, Level Up wollte ich sagen. Wir haben die Quest erfüllt und sie komplettiert sich auch. Warte mal, was ist das denn für ein Vieh? Ist das ein Gegner? Ja, natürlich ist das ein Gegner. So, zack, zack. Ach, da kommen noch mehr angeschissen. Ich wollte doch jetzt eigentlich ein Riftgate eröffnen. Ja, und natürlich ist da irgendwo ein Priester im Hintergrund. Ihr habt es gerade an der... Ach, drei Stück. Traumhaft in einer MMO-Gruppe, aber... so als Gegner, nee, auch da kommen noch mehr angeschissen. Ich will doch einfach nur nach Hause, Mensch. Ach, Mann, wer schießt denn da die ganze Zeit auf mich? Das nervt. Ehrlich. Ach, scheiße. Da ist schon, Entschuldigung, da ist doch schon wieder hier so ein Boss-Dings. Ist das wieder einer von denen? Jawohl, Nomos. Ja, Mist. Oh, das sind beide. Ja, scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade draufschlage. Ich sollte vielleicht raus, aber ich kann nicht. Ach, lasst mich durch. Boah, ist das hart. Boah, vom Blitz getroffen. Ey, das kann doch nur mir passieren. So. Leecht euch doch. Ah, hier ist ein Priester. Den muss ich kaputt kriegen. So, jetzt mal wieder ein bisschen Überhand gewinnen hier. Oder die Oberhand, besser gesagt. Und erstmal hier das Kleingeschisse eliminieren. So, jetzt habe ich, glaube ich, die Situation unter Kontrolle. Hoffe ich zumindest mal. So, den einen oder anderen Trank werde ich wohl noch schlucken müssen. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. So, solange wir nicht sterben, ist mir alles lieb. Warte mal, ich glaube, der ist, ja, chillhart ist chilliger. So, dann machen wir die auch noch eben platt. Das dürfte auch in dieser Folge noch hinhauen. Haben halt ein bisschen was zu looten, dann lohnt es sich halt noch mehr, zurück nach Devil's Crossing zurückzukehren. So. Ja, und dann haben wir hier unten ja schon alle Quests, glaube ich, fertig, oder? Ich glaube, sonst gibt es hier nichts mehr, außer das Gebiet hier aufdecken und die Secrets. Oh, geil, ein Beschützer. Einfach Beinschützer. Toll, ich dachte, ein Schild. Ich glaube nicht, dass wir hier eigentlich durch müssen. Aber ich bin mir nicht so sicher. Na, treff doch. So, ja, der wird uns jetzt nicht mehr gefährlich. Nichtsdestotrotz dauert der Kampf relativ lange. So, jetzt ist er gleich weg. Und wir können looten. Können wir eigentlich nicht. Denn, genau. Er kann nicht mehr carryen. So, das heißt aber, ich werde jetzt hier ein Portal hinstellen. Und zurück nach Devil's Crossing kehren. Wo wir dann den ganzen Quatsch... verkaufen werden. Na, guck mal, die letzten Tage. Ja, müssen wir noch lesen.
So, den Schrott kann ich doch schon mal ruhigen Gewissens verkaufen. Na, brauche ich auch nicht. Nee. Geh weg. Die grünen Sachen und so werde ich erstmal behalten. Oh, cool. Ein Bauplan. Relikt Gletscher. Warte, ich bin hier abgerutscht. Kälteschaden. Ja, können wir nicht gebrauchen. So, zack, zack. Das waren zwei Händler. Da rede ich mir jetzt einfach mal ein. Ja, ich weiß, der Helm war vom Rüstungswert besser. Markovians Vorteil. Ich weiß nicht, was das ist. Weiß ich nicht. Ja, der ist schon ziemlich tanky. Ich verkaufe ihn. Genau, weg. Weg, weg. Ich verkaufe jetzt einfach alles hier. Wir werden so schnell neuen Loot finden. So, was haben wir hier? Vom Blitz getroffener Infanterie-Brustschutz brauchen wir nicht. Weg damit. Das Ding können wir natürlich auch nicht gebrauchen. Weg damit. Was ist das hier? Blutungsschaden. Na, guck mal. Für Kreaturen ist zwar auch irgendwas drauf. Ah, ich weiß noch nicht. Ich kann mich noch nicht ganz entscheiden. Stromschlagschaden. Nein, will ich nicht haben. So, erstmal alles kombinieren. Sehr schön. Warte mal, von denen kann ich auch nichts tragen, ne? Nee, und da das, wie gesagt, nicht Set-Items, werde ich mal verkaufen. So cool ist das jetzt nicht. Ja, bei denen wusste ich nie, was ich da ausrüsten soll, ob ich überhaupt irgendwas ausrüsten soll. Und ich habe leider noch kein Feedback diesbezüglich bekommen. Deswegen werde ich das nicht ausrüsten. Ja, it's a good use. Oder so ähnlich. Hier oben haben wir nichts mehr, ne? Nee, nee. Wir haben jetzt so viele Leute hier schon gerettet. Sehr cool. Eigentlich, um die komplette Story mitzubekommen, müsste man mit allen hier quatschen. Da können wir irgendwas, Na, guck mal, wir sind hier aufgestiegen. Da können wir uns auch Baupläne kaufen. Guck mal, fokussierendes Prisma. Nein. Verwestes Herz, Igitt. Haben wir irgendwas für Blutungsschaden? Das wäre vielleicht cool. Ah, hier mit Benutzungs... Hier, physischer Schaden, Elementarschaden... Und Widerstände. Talisman der Klingendingsies. Oder hier. Nee. Nee. Nicht so cool. Ja, hier ist Giftschaden, aber nee. Irgendwas Level 35. Ja, da bin ich noch lange nicht angekommen. Leider noch nicht. Welches Level haben wir? 28. Nun ja. Okay, ich werde wieder zurückkehren. Das war falsch. Ich werde wieder zurückkehren. So, das ist jetzt richtig. So. Und dann looten wir das Zeug nochmal schnell, bevor es verschwindet. Ich weiß gar nicht, ob Loot überhaupt verschwindet. Oh, guckt euch das mal an. Also, wir gucken uns das gleich an. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich loote jetzt nur noch schnell. Und dann lasse ich euch mit der Ungewissheit, ja, in den Abend, was sich darin befindet. Also warte mal, das wollte ich auch noch looten. Deswegen wollte ich ja, glaube ich, ursprünglich nach Devil's Crossing. So, und da haben wir auch noch was. Okay, ich würde sagen, das war's für diese Folge. War es das? Nee, komm, die Truhe mache ich noch auf. So fies bin ich nicht. Ein Heiltrank ist drin. Okay, das war's wieder. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Grim Dawn. Also, bis dann.